und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch ein Rüchle Beskestetski und möchte jetzt mal einen anderen Trail auschecken. Ich blende das jetzt einfach mal ein. Scheint eine schwarze zu sein. Ich bin mal gespannt. Hier gibt es mehrere schwarze. Das ist jetzt eine, die so nicht ganz oben anfängt, aber schauen wir uns die mal an. Ne? Morgen kommen dann noch die anderen Strecken mal dran. Also, lassen wir uns mal überraschen, was es hier Hübsches gibt. So. Und ab geht's auf den nächsten Trail.
Ja. Yeah. Hi. Ja. So, jetzt wird der Trail noch mal ein bisschen intensiver. Ach, herrlich. Sehr schön. Oh. So, hier ist es zwar gerade etwas lauter, soll ich hier gerade einen Baum rausziehen, aber ich will mal den nächsten Trail probieren, Obelix. Boah. Sehr schön, ein kurzer Trail, aber geil, den musste ich jetzt auch echt mal mitnehmen. Huh. So. Hupkuck heißt da, Hupkuck. Na dann, gucken wir mal, was das auf sich hat. Hup, guck. Auch schön.
Deswegen waren die vielen Kratzer da dran. Ah. Knapp. Ja, wenn man das alles noch nicht kennt. Aber sehr, sehr schön. Man fährt hier nicht schnell, aber es ist halt recht anspruchsvoll schon. So, jetzt geht's hier in einen Trail. Eieiei. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das was wird oder ob ich das nur schiebe. Doppelt schwarz mit Totenkopf. Ach du Alarm, Expert only. Keine Ahnung, ob ich Experte bin. Wahrscheinlich im Durchschieben. Schauen wir mal. Den Trail zeige ich euch jetzt in so vielen kleinen Clips, weil an einem Stück durchfahren war nicht dran zu denken. Ich bin den Trail nur einmal gefahren. Und der hat schon wirklich in sich gehabt. Also man musste wirklich alle paar Meter sich irgendwas angucken, damit man nicht an der falschen Stelle irgendwo von einem Stein runterfährt. Na, und deswegen wird das ganze Video jetzt oder der Teil jetzt hiervon so ein bisschen zerstückelt werden. Boah. Uiuiui. Uiuiui. Sehr schön. Sehr schön. Und da muss man wahrscheinlich einfach nur Schwung haben. Oh, ei, ei. Das hat auch geklappt. Wow. So, nachdem ich mir das Ganze hier angeguckt habe, nehme ich doch die leichtere Leine. Die ist, glaube ich, noch schwierig genug. Ich bin alleine hier. Also, wie gesagt, nicht zu viel Risiko. So, freundlicherweise kommen hier so Hinweisschilder. Sehr schön. Wie gesagt, wenn man sich das angeguckt hat, ne? Falsche Leine. Zu langsam. So, hier kommt wieder so ein Stück, wo man sich entscheiden kann. Ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer. Ich nehme das leichtere. Bei dem schwereren geht es hier ganz fies. Also von oben sieht das schon echt brutal aus. Geht das hier lang. Und dann kann man wahrscheinlich hier über den Stein drüber direkt weiter.
Hoppala. Boah, geil. Okay. Oh. Hammer. Saugeil. So, da sind wir mal wieder am Ende von dem Video. Ich denke mal, ich bin ja noch hier, dass das wahrscheinlich Teil 2 war. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sehr interessante Trails heute, machen echt Laune. Wenn man auf was wirklich komplett anderes steht, dann sollte man hierher fahren. Und wie immer, hat euch das Video gefallen, ihr wisst, ich freue mich um einen Daumen nach oben. Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr das Ganze hier mal so findet. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.